Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht, ich bin hier gerade in der Truppenauswahl und ihr habt es im Titel gelesen, tut das Not, diese vielen Fails oder die Dreier, Zweier, Einer, immer live. Ja, aber ich glaube, live zeige ich euch einfach viel zu wenig von mir. Und deswegen muss das einfach mal drin sein. Ich will mal eben noch was checken. Ja, das sieht ganz gut aus. Und ich habe das Mikro mal ein bisschen anders positioniert. Und ihr seht, ich bin auf dem Tablet. Ich kann mittlerweile vom Tablet echt super aus angreifen und muss nicht immer hoffen, so, oh, bitte, weil es LAN halte hier. Wer es in dem Livestream gesehen hat oder auch schon einen Tag, glaube ich, davor. Ich kann also jetzt schon so ein bisschen mehr machen und ich glaube, ich zeige nach wie vor von mir selber immer ein bisschen zu wenig live. Aber ist auch immer schwierig, das richtige Rathaus zu finden und gerade live zu sein, wenn ich was angreife. Dann passt vielleicht die Aufnahmezeit nicht, weil das irgendwie früh morgens ist oder ganz, ganz spät abends. Aber hier passt es heute mal, denn wir haben jetzt noch eine Stunde 22 Minuten für den Angriff oder überhaupt für meinen ersten Angriff. Ich habe jetzt extrem lange gewartet, aber wenn ich meine, so von unterwegs irgendwo auf der Autobahn, ist es auch immer blöder anzugreifen. Wir nehmen die Nummer 9 hier und ich muss jetzt aber nochmal schauen, warum der Master hier nur einen Stern geholt hat. Aber ich sehe schon, die Truppenkombination ist auch mal wieder suboptimal. Ich halte das mal an. Vielleicht sieht der Master das ja mal. Also ein Blitzmaster. Damit geht leider keine Luftabwehr dieser Welt kaputt, außer sie ist Level 1, wenn überhaupt, oder Level 1, keine Ahnung. Also das schon mal ein Schuss in den Ofen hier. Und ich meine, er hat jetzt nicht unbedingt die High-End-Helden und er hat auch nicht die High-End-Truppen. Aber jetzt kommt er von hier unten. Und jetzt geht das hier oben weiter. Da fragt man sich immer, was sollte das jetzt gerade? Was sollte das jetzt gerade? Naja, mal sehen. Wir gucken mal, wie er das weitermacht hier. Der Queenwalk ist gar nicht mal so schlecht, hatte ich dann gesehen. Ich habe den Angriff schon mal gesehen. Aber ich muss mal sehen, was dann noch aus der Clanburg kam. Außer, ich glaube, es war ein Elektrodrache. Und der war gar nicht mal so schlecht von dieser Seite hier. Das Problem ist nur, ihr seht das ja, unten hat er danach Lufttruppen am Start. Und wenn du ein bisschen Lufttruppen am Start haben oder hast, dann willst du natürlich eins haben. Du willst die Queen haben, die hat er schon mal gekriegt. Du willst unbedingt, nicht unbedingt die Queen haben. Je nachdem, ich meine, mit den Elektrodrachen brauchst du die Queen nicht so unbedingt kriegen. Aber mit anderen Sachen hier willst du bestimmt eine Luftabwehr haben. Ich meine, wie kommt man jetzt an eine Luftabwehr dran? An diese hier. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Das ist schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Und okay, jetzt kriegen seine Heiler da Beschuss und jetzt kommt er genau von der anderen Seite hier rein. Ich weiß echt nicht, was das sollte. Aber naja, sei es drum. Mal schauen, da kommt ein Elektrodrache raus und danach kommt, glaube ich, ein Loon raus. Ich denke mal, das können wir irgendwie kompensieren. Müssen wir mal gucken. Queen ist da schon weg, okay. Und jetzt läuft alles gegen zwei Feger oder gegen diesen Feger hier. Der ist mal wieder ganz böse. Und den versuche ich in jedem Fall jetzt gleich wegzukriegen mit meinem Angriff. Also schauen wir mal rein, wie ich das eigentlich so gebacken kriege. Was habe ich mir eigentlich gedacht bei der Base? Also auch mal so ein kurzer Base-Check am Wochenende. Hat der eine oder andere das schon mal mitbekommen, dass Toto das auch macht. Ab und zu so eine Art Base-Check hier machen. Also überhaupt mal so ein bisschen die Taktik von, wo gehe ich am besten rein. Ich gehe immer gerne über so eine gerade Front rein hier. Denn über Ecke hier, da ist doch die Gefahr immer sehr, sehr groß, dass die Truppen nach rechts und links laufen, aber kaum noch was läuft rein und dann kommt vielleicht doch die Clanburg die nicht richtig entgegen und macht da eine Truppe nach der nächsten weg. So ein bisschen kleiner kritischer Punkt ist vielleicht der Single Inferno auf der Seite hier. Da habe ich aber einen Freeze für und alles andere, da ballert jetzt nicht ganz so viel auf meinen Golem. Ich habe einen Golem dabei, ich habe die Karre dabei und würde sie gerne über diese Ecke hier, wo der Bombenturm steht, reinlaufen lassen. Der Bombturm ist erst Level 2, der macht 28 Schaden. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Und auch der Rest hier ist nicht wirklich Rathaus 11 Niveau. Die Helden kriegen wir sicherlich weg, glaube ich mal. Denn die Truppen fühlen sich so ein bisschen zu den Helden hingezogen. Und deswegen glaube ich an der Stelle, dass wir da die Helden machen. Ich nehme den Golem ungefähr hier auf diese beiden Lager hier. Das hat den Hintergrund, dass dann diese Verteidigungen hier alle auf den Golem ballern und auch die Helden das machen.
Ich glaube, an der Stelle ist das ganz gut. Und wenn ich meine Truppen schicke, dann gehen die in jedem Fall Richtung Helden. Die Karre dann auf diese Ecke hier. Ja, so muss das irgendwie gehen. Danach habe ich einen Laloon-Part. Ihr werdet das gleich sehen, welche Armee ich dabei habe. Und deswegen gehen wir hier jetzt mal live rein. Ich habe, glaube ich, alles fertig. Da ist noch was rot. Ah, was ist denn da noch rot? Oh, das mag ich gar nicht. Was ist da noch rot? Warum habe ich erst so wenig Truppen? Beziehungsweise, was fehlt da noch? 1, 2, 8 von denen. Oh, da fehlen noch. Ich hatte noch zwei. Ich habe zwei Lakis sogar nachgebaut. Die jetzt eigentlich noch nachkommen sollen. Bis dass wir 260 Truppen haben. Das ist natürlich dusselig. So, jetzt sind wir da. Grün, grün, grün. Grün, grün, grün. Grün, grün, grün ist alles, was ich habe oder male. Weiß ich nicht mehr genau. Es gab da mal so ein Kinderlied. So, das nur mal so am Rande. Alles klar. Taktik steht. Wir gehen rein hier. Mal sehen, ob meine Rechnung aufgeht. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht. Also gehen wir mal auf Attack. Ich nehme den Warden mit ins Kill Squad. Denn den brauche ich beim Luftpart, glaube ich, nicht ganz so ernst. Und ich hatte ja gesagt, hier nehme ich den Golem und hier nehme ich meine Karre ungefähr. So, ich kann jetzt eigentlich schon meine Helden hier losschicken. Denn es kann gleich nur noch in die Base reingehen. Die Karre hat hier schon aufgemacht. Ich nehme hier das Ganze mit ins Kill Squad rein. Da ist der Drachen und da ist auch der Elektrodrachen. Wo sind meine ganzen Truppen hin? Oioioioioioioi. Wo sind meine ganzen Truppen hier hin? Aber Queen und King und Warden ist da. Der King geht hier durch, okay. Ah, da hinten sind sie. Okay, da hinten sind sie. Also, ich habe jetzt schon mal das eigentlich geschafft, was ich schaffen wollte. Nämlich den Luftfeger und auch... Oh, ich habe hier noch zwei Bowler gar nicht gesetzt. Das ist natürlich dusselig. Okay, aber ich gehe jetzt schon mal mit dem Luftpart rein. Und einmal... Ich darf die nicht vergessen. So, zweimal. Ich spamme die hier ruhig so ein bisschen. Ich glaube, das ist an der Stelle nicht ganz so schlimm. Und dann muss das hier jetzt erstmal durchgehen. Einmal, zweimal. Na komm, das muss ein bisschen fixer gehen hier. Eieieiei. 1, 2, 1, 2, 3. So, ja, das war... Oh, die muss ich da nochmal... Die muss ich hier nochmal durchheilen, glaube ich. Ich habe hier noch Wut. Ah, komm. Ich hatte noch einen Wut. Und los geht er durch. Ich hatte hier noch einen Wut. Die gehen nach dahin, da nochmal ein Eil. Was ich gar nicht gesetzt habe, okay. Hier sind jetzt meine Minions. Und haben wir das gepackt? Wir haben das gepackt hier. Also mal kein Live-Fail. So, jetzt geht es nur noch ums Clean-Up. Habe ich irgendwo was vergessen? Ah, das ist auch mal meine Sorge. Toto, hast du irgendwas vergessen? Aber nee. Ich glaube, das ging diesmal auf. Und da haben wir also noch die beiden Sterne hier drin. Also genauso habe ich mir das eigentlich gedacht. So mache ich das bei Rathaus 9. Bei Rathaus 10 im Moment leider nicht, weil ich keinen habe. Aber mit Rathaus 11, man kann jetzt sagen, okay, der war noch nicht so stark. Aber ihr seht selber, ich bin ja auch noch nicht so stark. Ich habe immer noch den Rathaus 10er King. Ich habe immer noch den, oder ich habe... Eine Queen auf 44, okay, ich habe den Warden und ich habe 260 Truppen. Hund auf 4, Loons auf 7. Deswegen habe ich die auch gezogen. Also ich level nicht umsonst Truppen, die ich nicht in den Clankriegen benutze. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich mache das eigentlich immer. Ich level immer die Truppen, die ich auch sehr, sehr häufig benutze. Deswegen sind bei mir auch immer die Bartstruppen hier hinten. Also die Barbaren und die Bogis immer ganz am Ende erst dran, weil die nehme ich so selten hier. Auch selbst zum Farmen nehme ich die ja nicht. Und jetzt haben wir aber eine kurze Wartezeit. Ich lasse mir jetzt aber schon mal, glaube ich, Truppen geben. Ich muss mal gerade sehen. Ich habe jetzt die typische Hexenbowler-Riesenkombi am Start und will mal sehen, dass ich euch noch live was reinbringe. Ich gucke mal hier, der Templer. Das war eigentlich die Base hier. Ich habe eben gar nicht... Kann das sein, dass ich meine Freezes gar nicht genommen habe? Ich glaube, ich habe die Freeze-Zauber nicht genommen, ne? Ich glaube, ich muss das gleich nochmal im Nachgang checken hier. Also, den machen wir mit Riesenhexenbowler. Den machen wir, glaube ich, mit Riesenhexenbowler. Ich probiere das einfach mal. Auch die habe ich ja nicht umsonst gelevelt. Als alles andere, glaube ich, ist hier unten schon recht kaputt. Beziehungsweise, wir haben den Klarkrieg sowieso schon gewonnen. Also kann ich ganz in Ruhe hier was fordern.
Was nehmen wir denn mal rein hier? Ich glaube, wir nehmen mal einen Eisgulli hier rein. Oder, nee, wir machen das anders. Wir nehmen einen Pekka Riesen Wut, Karre Max Level. Max Level, ja, so passt das. Und dann baue ich aber jetzt meine Quick-Armee mal wieder nach. Da sind sie. Und da mache ich für euch einen kurzen Cut. Hier nehme ich einmal, ich glaube, ich nehme immer sowas. Ja, das passt. Und dann zeige ich euch noch einen zweiten Angriff. Wir gucken aber dann auch nochmal in den Clankrieg hier rein. Warum hat der Marco hier wohl eben gesagt, ich lösche jetzt Clash of Clans? Weil er schon wieder 99% hingelegt hat und wir nehmen es hier aber mit Humor, denn wir kennen uns schon so einen Tag länger. Aber ist schon sehr, sehr ärgerlich. Ihr seht das hier. Auch der Magierturm hier hatte jetzt nicht mehr so wirklich viel. Das ist noch ein Schuss von der Queen. Ja, vielleicht so anderthalb Schüsschen. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Wir gehen jetzt aber in unseren zweiten Angriff rein. Und ich hatte ja gesagt, wir machen die 8 hier. Ich habe jetzt meine Spam-Truppe am Start. Ich erwarte jetzt nicht 3 Sterne. Also ich erwarte sie nicht. Mal sehen, wie stark die Minenwerfer geworden sind und die X-Bogen an der Stelle. Also gehen wir hier ruhig rein. Wir können hier fröhlich und frei attacken. Gewonnen haben wir sowieso schon. So, mal sehen. Ich habe hier eben tatsächlich meine beiden Freeze-Zauber vergessen. Ich habe sie tatsächlich vergessen. Aber ich hoffe mal, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir nehmen hier jetzt 1-2, 1-2, 1-2. So mache ich das eigentlich immer. Dann habe ich hier schon mal so eine kleine Flanke weg hier. So, die restlichen verteilen wir hier mal auf diese Fläche hier. Nehmen hier unsere Karre mit rein. 1, 2, 3, 4 Hexen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Held 1, Held 2. Es ist eine Spam-Taktik, Leute. Ich weiß es. Es kommt dann hier dann eher drauf an, wie du die Zauber setzt, glaube ich. Und wie man letztendlich vielleicht dann auch noch den Wardeneinsatz hat. Wo ist hier die... Ja. Ich muss genau gucken. Oh, mein King, habe ich den vergessen? Habe ich den King hier vergessen? Das müssen wir erstmal schauen. Hier haben wir noch ein bisschen was in der Mitte, was hier sicherlich jetzt die Mitte entkernen kann. Das ist ganz gut. Einen Wutzauber haben wir noch. Ah, der Sprung war doof. Der Sprung war dusselig. Der Sprung war doof. Ah, der Sprung war nicht gut. Ah, mal sehen. Mal sehen. Wir können die Truppen jetzt nur noch laufen lassen hier. So ein bisschen rechts, links. Wo ist hier Mrs.? Meine Mrs. ist Queen Mist. Wo ist die Queen? Wo ist meine Queen? Wir vermissen die Queen. Ach, da ist die Queen. Okay, da ist noch ein bisschen. Da ist viel zu viel Beschuss in der Ecke. Ich habe auch keine 3 hier erwartet. Da müssen meine Helden vielleicht noch ein bisschen wachsen. Und ja, mehr eigentlich nicht. Die Helden müssen wachsen, ne? Ja, mal gucken. Ist nicht so schlimm. 2 Sterne haben wir hier geholt. 3 habe ich auch nicht wirklich erwartet. Vielleicht noch mit ein bisschen besser Zauber setzen hier. Der zweite Fries am Ende war ja der Multi-Inferno. Vielleicht wäre die Seite hier auch die bessere gewesen. Also über die Lager hier, über diese Front. Denn dann kommt man erstmal dem Multi entgegen. Aber das ist dann natürlich auch wieder blöde für die Hexen. Also einen Tod, heißt es ja immer, müssen wir hier sterben, und den Tod sterben wir aber nicht, den Tod der Wartezeit, denn wie gesagt, wir haben sowieso gewonnen, wir kriegen jetzt einen netten Bonus rein, das habt ihr gestern schon gesehen, ich hatte ja gefragt, ob ihr das auch so macht, viele mitnehmen, 3 Mille an Gold und Elex, oh, live von Martin, den nehmen wir mit, den nehme ich mit rein, keine Frage, und mal sehen, Martin hier, only mit Lufttruppen, mal sehen, das ist jetzt ein Rathaus, Martin ist Rathaus, 57er Queen, das ist ein Rathaus 12er. Und mal gucken, ob der Dip hier gelingt. Der gelingt ja auch nicht immer. Auch mir gelingt nicht immer ein Dip auf ein Rathaus 11er. Wie auch immer, ein bisschen altbackene Ringbase hier. Und dann verbrauche ich die Minuten lieber für einen Live-Angriff, als dass ich euch jetzt noch eine Wiederholung zeige. Aber eine Wiederholung habe ich noch von jemandem, der hier auch neu ist. Rathaus 10 auf Rathaus 10. Und den will ich in jedem Fall mit reinbringen, denn den fand ich mal wieder zeigenswert. Ich kann auch nicht immer alles mit reinnehmen, dann werden die Folgen einfach viel zu lang. Und so richtig lange Folgen
So bin ich auch, die gucke ich auf YouTube nicht wirklich. Also alles, es sei denn, es ist eine super Dokumentation oder sowas, dann schaue ich das schon. Aber ihr seht, auch das schlägt hier fehl. Also auch das werden keine 3 Sterne. Trotz der Max, guckt euch das mal an hier, die Luftfallen, Hammer. Alles auf Luft, okay, der erwartet das dann wahrscheinlich auch. Manchmal stellst du deine Base ja auch so ein, dass du erwartest, der Gegner kommt only mit Lufttruppen oder er kommt only mit Airtruppen, weil du weißt, dass deine Base so ein bisschen anfällig nach dem einen oder anderen ist. Und dementsprechend richtest du sie so ein bisschen danach aus. Der King und die Queen machen hier jetzt noch so ein bisschen Kosmetikverbesserung. Aber das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, wir haben den Clankrieg hier schon gewonnen, haben hier die vielen, vielen EP wieder drin. Allerdings hatte ich jetzt, ich war hier mit viel zu vielen Charakteren. Ich habe gestern Abend alle Angriffe von mir gemacht, um die auch alle durchzubekommen, außer die mit dem Avatar. Zeit genug war ja auch zum Plan. Und deswegen habe ich jetzt zumindest den Toto, glaube ich, und den Chefkoch, die schlafen jetzt erstmal für 5, 6 Tage, denn da mache ich die dunklen Kasernen gerade, also nicht die dunklen Kasernen, sondern die dunklen Zauberfabriken. Und deswegen setzen die erstmal auf. Oh, er kommt doch noch ganz schön weit sich gerade hier. 81%. Boah, Donnerwetter, ist nur noch dieses kleine Stück, aber das schafft die Queen jetzt auch nicht mehr. Okay, haben wir also im Sack. Und hat er also ganz gut gemacht, aber ich hatte noch einen für euch. Das war Rathaus 10 auf Rathaus 10. Ich muss hier nochmal gerade gucken, wer es eigentlich war. Avatar, den hatte ich hier gemacht. Bob, Bob, Bob. Alex, Alex. Sag mal, finde ich den jetzt nicht? Finde ich den jetzt nicht oder was? Das kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Ah, da ist er. Da ist er. Den hier habe ich mir nochmal rausgepickt vom Sir. Wie heißt er eigentlich? Luffy. Erster Angriff war schon sehr, 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 sehr schade, muss ich sagen. Hat er mit 98% gemacht. Und ich hätte fast gesagt, mit fast der identischen Armee hier. Und deswegen glaube ich, dass das nochmal so ein kleiner, ich nenne es mal so ein kleiner Highlight des CKs hier ist. Denn, wie gesagt, ich hatte gestern auch gesagt, Rathaus 10 ist sehr, 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 sehr eng. Und was vor allen Dingen dann 3 Sterne angeht, hier spammt er jetzt die Hox in dieses erste Compartment rein. Jetzt müsste eigentlich ein Halsauer kommen. Super. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen hier. Aber ich hatte natürlich gesehen, dass es 3 Sterne werden. Nur ich wusste nicht wie. Und das ist hier in jedem Fall eine Maxed-Out Rathaus 10er Base, außer Mauern und Helden. Und 40er Queen ist hier noch am Start, aber die Hoxe gehen hier wirklich, die können hier auch super springen. Ihr seht das, hier unten sind nur Lager. Hier unten sind nur Lager. Und die ganze Defensive ist immer in so kleinen Compartments hier. Ja, also immer in so kleinen Compartments. Und da können die Hogrider natürlich super, super durchjumpen. Ein Compartment nach dem nächsten einfach clearen. Die gehen nicht nach außen, die gehen nicht nach innen, sondern die können einfach so weiterhüppeln. Da ist jetzt keiner, habt ihr ja gerade gesehen. Hier außen ist nur noch Clean-up Zeus. Also nicht eine einzige Defense. Und die Base sieht man auch so ein bisschen aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Tat zumindest unseren Angriffen hier ganz gut, hat er super gemacht. Und ihr seht das, diese Dominanz an Hogridern. Ja, mal gucken, mal sehen, ob das meine nächste Truppe wird. Aber erstmal ist jetzt mein Warden dran zu leveln. Und ich denke mal, hier brennt es nichts mehr an. 69, 63. Der Gegner hat auch das sinkende Schiff schon so ein bisschen verlassen. Ihr seht das, teilweise keine Angriffe gemacht, weil man konnte dann schon, wenn man dann 1 und 1 zusammenrechnet, konnte man schon sehen, dass wir das Ding hier, denke ich mal, gewinnen. Selbst wenn wir nur 2 Sterne pro Base gemacht hätten oben oder so. Und das, was ich aber in jedem Fall machen wollte, ich wollte hier den Kollegen ein weiterleveln. 4 Tage. Ich werde ihn wahrscheinlich gammen müssen, denn in 4 Tagen fangen die Spiele schon an. Ah, nee, muss ich nicht, muss ich gar nicht. Der kann vier reguläre Tage laufen. Bin ich auch ganz, ganz froh rum, dass ich den erstmal nehmen kann. Und hier nehme ich meine Lieblingstruppe wieder am Start. Und ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Live-Geplänkel hier ganz gut gefallen. Ich habe mal wieder einfach so aus der Tüte ein bisschen was gemacht. Aber tut das Note hier live. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, ob das cool ist. Rathausstufen braucht ihr nicht dabei schreiben. Ich habe im Moment alles außer Rathaus 10 und werde sicherlich auch wieder mit 9er was machen, mit dem 8er was machen, wenn die wieder am Start sind. Gerade der 8er, der Toto, muss jetzt erstmal die Zauberfabrik machen. Ich weiß, es ist für einen Erdbeben-Zauber. Aber manchmal kann man ihn auch als Rathaus 8er ja ganz gut benutzen. Und ich würde sagen, habt einen schönen Restdienstag. Bis dahin, euer Toto. Clasht.